E.T. Ohne Zweifel sympathischster Alien. Und uns irgendwie ähnlich. Augen, Finger, ein Kopf auf dem Hals. Als wäre seine Evolutionsgeschichte vergleichbar mit unserer. Und selbst die eher gruseligen Außerirdischen, wie etwa die in District 9, sie kommunizieren so ähnlich wie wir. Sie sind komplexe Lebewesen. In Spielfilmen zumindest sind ganz einfache Mikroben-Aliens eher die Ausnahme. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass Außerirdische sind wie wir? Wenn das Leben erstmal entstanden ist, kommt dann immer dasselbe dabei raus? Wahrscheinlich werden wir auf anderen Planeten erstmal einfaches Leben vorfinden. Sowas wie Bakterien also. Ist unser Planet eine seltene Ausnahme und unsere Evolution ein einmaliger Zufall? Oder wird das Leben, wenn es erstmal entstanden ist, zwangsläufig komplex? Also entwickelt es sich auf jedem Planeten so ähnlich wie auf der Erde? Sind Lebewesen wie wir am Ende unvermeidlich? Milliarden Planeten kullern durch unser Universum. Mindestens 300 Millionen davon sind lebensfreundlich. Die Frage ist nur, ob all diese Planeten eine leere Leinwand sind für eine Evolutionsgeschichte, die unserer ähnelt. Oder ob es dafür sehr spezifische Bedingungen braucht. Das Leben entstand im Meer und dort blieb es für Milliarden Jahre. Wenn es anderswo im Universum Leben gibt, dann bräuchte es so etwas wie ein Meer. In unserem Universum gibt es zwei wichtige Voraussetzungen: Wasser und Kohlenstoffmoleküle. Und wir brauchen Energie, um aus Unordnung Ordnung zu schaffen. Für die Entstehung von komplexem Leben auf einem Planeten braucht es Wettkampf, knappe Ressourcen, Nahrung oder Energie. Dann kommt es zu diesen komplexen Beziehungen. Wasser, Kohlenstoff, Information, Energie und eine Art Wettkampf wären schon mal gut zu haben. Wenn aber all das zusammenkommt, entsteht dann, wie auf Knopfdruck, komplexes Leben? Gelten die Gesetze der Evolution überall im Universum oder nur in der Provinz Erde? Natürliche Auslese und Evolution sind absolut universelle Eigenschaften. Überall im Universum wird sich das Leben durch natürliche Auslese fortentwickelt haben. Das bedeutet nicht, dass wir vorhersagen können, welche Farbe ein Alien hat oder wie viele Beine. Aber wir wissen, dass sämtliche Beziehungen zwischen verschiedenen Arten diesen sehr klaren Regeln folgen. Es ist also überall das Gleiche. Sobald Leben entstanden ist, beginnt seine Evolution. Schon bei den ersten Lebensformen, so simplen Zellen wie diesen hier, startet die Auslese. Welche Zelle schafft es nun, sich gegen extreme Bedingungen wie Hitze oder Kälte durchzusetzen? Vielleicht gewinnt das Individuum mit den meisten Nachkommen. Oder jenes, welches seinen Verwandten, den Brüdern und Schwestern hilft. Kooperation ist nicht nur ein grundlegendes Verhalten auf der Erde, es wird auch ein grundlegendes Verhalten auf anderen Planeten sein. Auch wenn die Bedingungen auf anderen Planeten sich von unseren unterscheiden, eines bleibt immer gleich. Die Gesetze der Biologie, die beschreiben, wie sich gut angepasste und gut kooperierende Lebewesen vermehren. Die Prinzipien der Evolution sind universell. Aber folgen sie auch demselben Masterplan? Müssen wir uns am Ende, wenn wir eines Tages andere Planeten besuchen, auch dort auf Dinosaurier einstellen? Evolution folgt keinem Plan und keiner Richtung. Es gibt nichts, was weiterentwickelt ist als alles andere. Es gibt nichts, was perfekter ist als etwas anderes. Trotzdem sehen wir immer wieder ähnliche Anpassungen. Nicht, weil ein Plan vorliegt, sondern weil es nicht so viele Alternativen gibt. Demnach müssten wir dann auf anderen Planeten ja wirklich ähnliche Lebewesen vorfinden. Nur wie ähnlich?
Auf der Erde haben wir eine relativ dichte Atmosphäre. Da ist Schall ein guter Weg der Kommunikation. Auf dem Mars ist die Atmosphäre sehr dünn. Man würde nicht erwarten, dass Lebewesen auf einem Planeten wie dem Mars mit Hilfe von Schall kommunizieren. Vielleicht kommunizieren Aliens mit elektrischen Wellen oder Vibrationen? Bevor jetzt aber die Fantasie mit uns durchgeht und wir uns alle möglichen Außerirdischen ausmalen, wie hoch sind denn nun die Chancen, dass wir komplexe Lebewesen im Universum vorfinden? Die Chance, dass komplexes, intelligentes Leben auf einem erdähnlichen Planeten entsteht, liegt bei 3:2. Das heißt, sie ist 1,5-mal so hoch wie die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht entsteht. Die Chance hingegen, dass sich unter erdähnlichen Bedingungen einfaches Leben bildet, also so etwas wie Bakterien, ist höher, nämlich 3-mal so hoch, als dass es sich nicht bildet. Nur warum? Welche Hürde muss genommen werden, damit es zu so etwas wie uns kommt? Schauen wir uns das einzige Beispiel an, das wir kennen. Die Erde. Wie sind wir überhaupt komplex geworden? Und könnte das auf einem anderen Planeten auch so ablaufen? Das Leben entstand bald nach Entstehung der Erde. Das legt nahe, dass Leben im Universum weit verbreitet ist. Es entsteht einfach, wenn sich Planeten bilden. Aber die allermeiste Zeit war das Leben auf der Erde Bakterienschleim. Hätte sich die Geschichte des Lebens auf der Erde in den ersten 12 Stunden des Tages abgespielt, würde sie in etwa so aussehen. Um Mitternacht entstehen die Erde, die Sonne, das Sonnensystem, alle Planeten. Und das Leben beginnt dann sehr schnell, schon um 1 Uhr morgens. Und gegen 3 Uhr morgens, was, wie ich finde, immer die schlimmste Zeit zum Aufwachen ist, sehen wir erstmals Leben, das groß genug ist, um auch vom Weltraum aus sichtbar zu sein. Ganze Riffe, Stromatolithen oder Bakterienkolonien hätten von zufällig vorbeifliegenden Außerirdischen gesehen werden können. Etwas über 1 Milliarde Jahre nach ihrer Entstehung, die Erde war noch ganz jung, wurde sie also von Bakterien beherrscht. Die lebten in Kolonien, den Stromatolithen, und begannen das Aussehen unseres Planeten zu verändern. Stromatolite. Are we rolling? Drehen wir. Stromatolithen sind Schichten aus Bakterienschleim und Sand. Und sie wachsen zu diesen riesigen Hügeln heran, ein bisschen wie gigantische Kissen. Und ich habe dieses geologische Messer hier, mit dem ich die Stromatolithen aufschneiden werde, um euch hoffentlich die Schichtstruktur zu zeigen. Also, ich schneide mal einen auf. Mal schauen, was wir hier haben. Die Schichten bilden sich, wenn eine Schicht Schleim auf dem Meeresboden entsteht und dann Sand drüber gespült wird und der Schleim stirbt. Dann bildet sich darüber die nächste Schleimschicht, das geht immer so weiter. Nur die oberste Schleimschicht ist tatsächlich lebendig. Das hier sind essbare Stromatolithen. Ich glaube, echte Stromatolithen kann man nicht essen. Sie wären ein wenig zu knusprig. Bakterien, die Frühaufsteher, können nicht nur riesige Schleimsandhaufen bilden, sie haben einen enormen Hang, sich auszubreiten und jede erdenkliche Nische der Erde besetzt. Sie sind winzig und unglaublich vielfältig. Wenn wir uns zum Beispiel den Amazonas-Regenwald anschauen, ist die Vielfalt an Tieren und Pflanzen beeindruckend. Aber im Vergleich zur mikrobiellen Vielfalt ist das überhaupt nichts. Es wird einem richtig schwindelig dabei, wenn man sich das alles anschaut. Ihr Erfolgsrezept scheint so etwas wie Freundlichkeit zu sein. Sie können gut zusammenleben und vor allem sind sie sehr anspruchslos. Es gibt Bakterien, die auf Plastik leben, Bakterien, die in Öl leben. Es gibt sogar Bakterien, die in Atommüll leben können. Manche leben tief in der Erde, manche hoch in der Atmosphäre. Bakterien sind überall. Bakterien können sogar ihre Gene austauschen. Kleine, großzügige, unzerstörbare Superwesen, die wahrscheinlich mit jedem Planeten zurechtkommen würden.
Es ist wahrscheinlich, dass die Anfänge des Lebens auf anderen Planeten in sich geschlossene, stoffwechselnde Einheiten sind, die dem ähneln, was wir Bakterien nennen. Damit wir alle erst entstehen konnten, brauchte es aber noch eine weitere Art von Mikroorganismen, die lange unentdeckt blieb. Es ist fast unmöglich, sie im Labor zu züchten, denn, und das ist ganz entscheidend, sie mögen das Zusammenleben mit Bakterien. Sie ähneln Bakterien und sind doch ganz anders. Lange dachte man sogar, dass sie zu den Bakterien gehören. Mit den ersten molekularen Analysen zur Klassifizierung von Bakterien konnten wir eine Gruppe entdecken, die wir als etwas seltsame Bakterien bezeichneten. Und als wir diese Organismen genauer untersuchten, stellten wir fest, dass sie eine ganz eigene Gruppe sind. Wir nannten sie Archaeen. Der Stammbaum des Lebens ist dreigeteilt. Da ist die riesige Gruppe der Bakterien und zwei kleinere Grüppchen. Die Archaeen und die Eukaryoten. Wir Menschen, Tiere, Pflanzen, Pilze, Einzeller, Algen, wir alle gehören zu den Eukaryoten. Was unterscheidet uns von den anderen? Einerseits gibt es Prokaryoten. Dabei handelt es sich um Bakterien und Archaeen, also um Zellen, deren genetisches Material direkt im Zytoplasma der Zelle verankert ist. Auf der anderen Seite haben wir Eukaryoten. Im Griechischen bedeutet Karyon Kern. Eukaryoten haben also einen echten Zellkern mit Membranen. Die trennen die DNA vom Rest der Zelle. Dadurch sind sie komplexer. Pflanzen, Pilze, Quallen, Menschen, so unterschiedlich wir auch aussehen mögen. Darin sind wir also alle gleich. Unsere Zellen haben einen Kern. Ist das die Voraussetzung für komplexes Leben? Und wenn ja, wie kam er in die Zelle? Schließlich hatten die ersten Zellen auf unserem Planeten keinen Kern. Heute wissen wir, dass Eukaryoten aus einer Symbiose zwischen Archaeen und Bakterien entstanden sind. Wir Eukaryoten sind also Chimären, zweigeteilte Wesen, weil unsere zentrale interne Molekularbiologie eher wie die der Archaeen funktioniert. Aber die Zellmembranen und ihr Metabolismus funktionieren wie bei Bakterien. Wir sind also symbiotische Chimären. Die Chimäre in der griechischen Mythologie ist ein Mischwesen. Es besteht aus Löwe, Ziege, Drache oder Schlange. Ähnlich wie wir Lebewesen mit Kern. Halb Bakterie, halb Archaeon. Oder wie eine Meerjungfrau, die halb Fisch, halb Mensch ist. Ist das der schwere, entscheidende evolutionäre Schritt? Die Symbiose zwischen Archaeen und Bakterien? Symbiosen sind in der Natur nicht selten. Flechten zum Beispiel sind eine Lebensgemeinschaft aus Pilzen und Algen. Eine Ameise hat eine symbiotische Beziehung mit Blattläusen. Sie schützt sie vor Fressfeinden und erhält im Gegenzug einen süßen Saft. Doch in der Regel entsteht aus diesen natürlichen Symbiosen kein neues Lebewesen. Schließlich gibt es keine Blameisen. Eine natürliche Symbiose allein reicht nicht. Es muss etwas im Ursprung der Eukaryoten passiert sein, dass diese Symbiose zu einem neuen Organismus führte. Das ist das Seltene. Wir wissen nicht, was passiert ist. Welcher Prozess führte zu solch einer Symbiose, die zwar an sich sehr weit verbreitet ist, aber in diesem einen Fall aus verschiedenen Arten einen eigenständigen Organismus bildete? Einen Organismus, der eine ganz eigene Ordnung bildet. Die Eukaryoten. Was hat diese Verschmelzung zweier so vollkommen unterschiedlicher Lebensformen ausgelöst? Etwa 20 nach 4 bis 20 nach 5 im Morgengrauen gab es auf der Erde ein gewaltiges Ereignis, die große Sauerstoffkatastrophe. Und genau zu der Zeit tauchten eukaryotische Zellen auf. Vor 3,4 Milliarden Jahren zapften Cyanobakterien erstmals eine neue Energiequelle an. Diese Bakterien waren als erste Lebewesen der Erdgeschichte in der Lage, das Licht der Sonne zu nutzen, also Photosynthese zu betreiben.
Sauerstoff war dabei so eine Art Abfallprodukt und reicherte sich allmählich in der Atmosphäre an. Die Photosynthese war wie die Entdeckung der Kohle. Sie legte den Grundstein für das Leben, wie wir es heute kennen. Sie ist die entscheidende Energiequelle komplexen Lebens. Wenn Photosynthese so ein wichtiger Schritt der Evolution ist, wie wahrscheinlich ist sie anderswo? Könnte sich so eine Entwicklung wiederholen? Sonnenlicht ist eindeutig die am ehesten verfügbare Energiequelle auf sehr vielen Planeten. Alle Planeten, die einen Stern umkreisen, haben etwas Sonnenlicht, das also für das frühe Leben relativ leicht nutzbar ist. Sauerstoff ist eng mit der Entstehung komplexer Lebensformen verbunden. Taucht er in der Atmosphäre eines Planeten auf? Ist das ein Zeichen dafür, dass es dort, genau wie auf der Erde, komplexes Leben gibt? Am Anfang entwickelte sich das Leben in der Abwesenheit von Sauerstoff. Die ersten Organismen erhielten Energie durch verrückte chemische Prozesse mit Eisen und Schwefel. Sauerstoff ist eine sehr reaktive und sehr giftige Substanz. Das meiste Leben, das sich ohne Sauerstoff entwickelt hatte, verschwand durch ein Massenaussterben. Weil sich Sauerstoff anreicherte und CO2 zunehmend verschwand, kam es zu einer langen Eiszeit. Die Erde wurde zum Schneeball. Und das Leben? If it doesn't kill you, it'll make you stronger. Was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Das Leben kam nach dieser Katastrophe zurück, viel widerstandsfähiger als zuvor, und es entwickelte sich zu neuen Formen. Wozu Katastrophen doch nicht alles gut sind? Bakterien und Archaeen sind sich vermutlich auch deshalb näher gekommen. Archaeen hassen Sauerstoff, während Bakterien überall zurechtkommen. Die neu gebildete Zelle aus Archaeon und Bakterie konnte nun dank der Bakterie Sauerstoff atmen. Die Bakterien wurden dabei zu unseren Mitochondrien, den Kraftwerken der Zellen. Mit einem Effekt wie nach der Erfindung der Dampflok. Plötzlich verfügte das Leben über viel mehr Energie und begann sich zu entwickeln. Eine eukaryotische Zelle verhält sich im Vergleich zu einem Bakterium wie eine Wassermelone zu einer Linse. In der eukaryotischen Zelle konzentrieren Bakterien ihre Ressourcen und tun das, was sie am besten können. Deshalb kann die eukaryotische Zelle mit viel weniger Energie viel mehr erreichen. Und deshalb sind sie größer geworden und haben neue Lebensräume erobert. Zuerst das Süßwasser und dann das Land. Es ist umstritten, wie genau nun der Kern dieser neuen Zelle entstanden ist. Vielleicht wollte der Wirt, also das Archaeon, mit einer Wand seine Gene vor dem Bakterium schützen. Eines aber steht fest. Hätten Wirt und Gast das Zusammenleben nicht auf die Spitze getrieben, hätte es komplexes Leben nie gegeben. Wie wahrscheinlich aber ist ein solches Zusammenspiel? Eukaryoten sind in der Erdgeschichte genau ein einziges Mal entstanden. In knapp 4 Milliarden Jahren sind immer wieder Milliarden verschiedener Archaeen und Bakterien aufeinander gestoßen und haben Symbiosen geschlossen. Aber keine dieser Symbiosen hat ein weiteres Mal zu Eukaryoten geführt. Es ist also ein sehr seltenes Ereignis. Es könnte daher sein, dass es auf einem anderen Planeten nicht nochmal passiert. I'm so lonely. Ein extrem seltenes Ereignis also. Aber auch nicht ausgeschlossen. Genauso wenig wie Katastrophen, die zuerst das Leben in eine Krise stürzen, um es dann umso stärker wieder hervortreten zu lassen. Komplexitätssprünge wie der, als vor 800 Millionen Jahren die Erde wieder mal zum Schneeball wurde. Damals tauchten erstmals sehr einfache Tiere auf.
Nach dieser enormen Eiszeit war das Leben ausgehungert, gemein und auf der Suche nach Ärger. Und die Umgebung beflügelte das. Einige dieser großen apokalyptischen Ereignisse haben die Evolution wirklich vorangetrieben. Denn viele Organismen starben und so war die Umgebung frei für andere Organismen, die überlebt hatten. Die Erde füllte sich wieder mit neuem Leben. Vor 635 Millionen Jahren entstanden mehrzellige Organismen. Sie waren größer und schneller als Einzeller, konnten sich weiter fortbewegen und mehr Ressourcen nutzen. Ohne Katastrophe, wenn das Ökosystem stabil bleibt, kann es auch für Millionen von Jahren zum Stillstand kommen. Dann geht es nur schleppend voran, bis sich der Evolutionsstau irgendwann wieder auflöst. Ein System, in dem keiner den anderen ausnutzt, kann plötzlich kippen, wie eine Münze, die auf der Kante steht und plötzlich umfällt. Dann gibt es kein Zurück mehr. Sobald einer anfängt, den anderen herauszufordern, kommt es zum Wettrüsten zwischen Jäger und Gejagten. Dann werden Panzer dicker, Zähne länger, Angriffe gezielter. Hier, bang. Um etwa 10 Uhr morgens kam die Tierwelt zu ihrer Entfaltung. Während der kambrischen Explosion. Also hatte der größte Teil der Erdgeschichte längst stattgefunden, bevor Tiere entstanden. Wir erinnern uns. Bakterien waren schon um 3 Uhr morgens da. Die Tiere kommen viel später. Aber wenn sie mal aus dem Bett gekrochen sind, würden sie sich auch anderswo solch einen evolutionären Wettlauf liefern? Legs evolve. Beine haben sich auf der Erde wiederholt entwickelt und würden sich auch auf anderen Planeten entwickeln. Sobald man Beine hat, ist es ein enormer Vorteil, symmetrische Beine auf beiden Seiten des Körpers zu haben. So kann man viel schneller laufen. Es ist kein Zufall, dass Tiere auf der Erde 2, 4, 6 oder 8 Beine haben, aber nicht 5 oder 7. Es ist einfach viel effizienter, sich mit einer geraden Anzahl von Gliedmaßen fortzubewegen. Mit anderen Worten, auch Aliens werden nicht komplett verrückt aussehen, denn bestimmte Nischen erfordern ein bestimmtes Aussehen. Also sind Außerirdische entweder exzellente Läufer oder Flieger, aber nicht beides? Eines der wichtigsten Gesetze der Evolution durch natürliche Selektion ist, dass alles ein Kompromiss ist. Wirklich alles. Wenn man ein guter Läufer ist, wird man in anderen Dingen weniger gut sein. Man muss sich entscheiden, in was man seine Energie stecken will. Denn kein Lebewesen verfügt über unendlich viel Energie. Und kein Lebewesen ist unendlich anpassungsfähig. So gesehen müssten die Tiere auf unserem Planeten denen auf einem anderen wirklich recht ähnlich sein. Weil sie sich mit ähnlichen Problemen auseinandersetzen müssen. Nicht zuletzt deshalb, weil die natürliche Auslese im gesamten Universum gilt und vermutlich überall Katastrophen und Wettkampf die Evolution anfeuern. Genau wie Symbiosen und Beziehungen. Und wer weiß, wie viel Urs gerade auf anderen Planeten ist. Vielleicht herrscht gerade Stillstand. Vielleicht steht einer von ihnen kurz vor einer Katastrophe. Und die Evolution wird begünstigt. Nur wird sie dann auch den entscheidenden Sprung zur Komplexität machen? Bisher kann niemand erklären, warum wir nicht mehrere Ursprünge der Eukaryoten sehen. Wenn es so gut ist, komplex zu sein, warum hat sich Komplexität nicht öfter entwickelt? Die Fähigkeit zu fliegen, offensichtlich eine gute Sache, entwickelte sich unabhängig bei Insekten, Vögeln und Fledermäusen. Warum komplexe Eukaryoten nur einmal? Evolution führt nicht unbedingt zu mehr Komplexität. Es gibt immer einfache Formen von Bakterien wie Archaeen, die sich immer weiter verändern und dabei einfach bleiben. Warum? Weil sie sehr effizient sind und nicht sehr komplex sein müssen, um ihre Funktion zu erfüllen. Und so hält die natürliche Selektion sie auf diesem Niveau. Wir sind sehr komplexe Wesen, aber wir passen uns möglicherweise weniger gut an bestimmte Umwelten an. Archaeen und Bakterien dominieren extreme Umgebungen. Wir ruinieren gerade unseren Planeten. Vielleicht halten sie noch etwas länger durch. Das heißt, nur weil etwas komplex ist, muss es nicht besser funktionieren. Einfache Formen können sehr effizient sein. Nein, warte, ich mach das nochmal. Einfache Formen können manchmal sehr effektiv sein.
So sehen manche Einzeller täuschend simpel aus. Dahinter verbirgt sich ein Lebewesen mit Augen, das seine Beute mit einer Art Pistole erlegt. Ein komplexes Verhalten, das also nicht nur Tieren, Pflanzen oder Menschen vorbehalten ist. Heute sind Bakterien und Archaeen genauso hoch entwickelt wie wir, wenn nicht sogar höher. Sie sind keineswegs primitiv. Sie sind einfach, weil sie gut an ihre Umgebung angepasst sind. Das ist der Lebensstil, der zu ihnen passt. Simpel heißt nicht primitiv. Und die Evolution ist keine steile Komplexitätskurve. Es kann sogar vorkommen, dass Komplexität reduziert wird. Ganz entscheidend fürs Überleben ist die gute Kooperation zwischen den vermeintlich simplen Organismen. Denn die nächste Katastrophe kommt bestimmt. Also haben Regisseure wie Steven Spielberg denn nun recht? Und Aliens ähneln uns so sehr, dass sie sogar unsere Sprache lernen können? Wie E.T. von dem jungen Elliot? In Science-Fiction-Filmen geht es nicht um Außerirdische, sondern um uns. Es geht darum, den Menschen durch einen verzerrten Spiegel zu porträtieren. Ihn mit allen möglichen emotionalen, politischen und kulturellen Problemen zu konfrontieren, gespiegelt durch eine andere Spezies. Auch wenn wir vermutlich nie herausfinden, ob Aliens grün oder blau sind, von einer Eigenschaft können wir schon ausgehen. Wenn uns Außerirdische doch mal besuchen, werden es soziale Wesen sein. Wenn wir auf technologisch weit entwickelte Außerirdische treffen, werden sie viel mit uns gemeinsam haben. Ihre Fähigkeit zu kooperieren, die Umwelt zu manipulieren, diese Neugier und der Wunsch, das Universum zu erkunden. Sie sehen uns vielleicht nicht sehr ähnlich, aber wir werden uns in ihnen sehr leicht wiedererkennen. Und deswegen ist vielleicht diese Darstellung außerirdischer Zivilisationen mit menschlichen Eigenschaften nicht ganz so abwegig, wie sie auf den ersten Blick erscheint. Isn't quite as unreasonable as it might seem at first. Denn ohne Kooperation hätten sie es gar nicht geschafft, ein Raumschiff zu bauen. Bleibt nur zu hoffen, dass sie dann mit uns eher Tee trinken, anstatt uns zu vernichten. Es scheint so zu sein, dass komplexes Leben durch eine Art Verkettung von unwahrscheinlichen apokalyptischen Ereignissen entsteht, wie gigantische Eiszeiten, immense Gebirgsbildungen und Sauerstoffkatastrophen. Dinge, die unvorhersehbar sind. Werden wir jemals Leben auf anderen Planeten finden? Ich würde einfaches mikrobielles Leben erwarten. Keine Eukaryoten und noch weniger kleine grüne Männchen oder weiße oder schwarze. Zugegeben, die Entstehung der komplexen Lebewesen war ein seltenes Ereignis. Wenn es aber einen Planeten geben sollte, auf dem die Bedingungen genauso sind wie auf der Erde, dann liegt die Chance für komplexes Leben bei 3:2, nicht bei 0. Was doch genug Grund ist, optimistisch zu sein. Ich möchte zumindest verstehen, wo sie sind, wo Leben ist, wie häufig Leben vorkommt, wie häufig komplexes Leben vorkommt, wie häufig Tiere und Pflanzen vorkommen. Die Verteilung von Leben im Universum zu verstehen, ist ein sehr wichtiges Ziel und es liegt zum Greifen nah. Vielleicht ist die Evolution auch schon lange auf einem anderen Planeten im Gange. Das James-Webb-Teleskop hat auf einem weit entfernten Planeten möglicherweise Spuren von DMS entdeckt. Eine schwefelhaltige organische Verbindung, die auf der Erde nur von Leben, vor allem von Phytoplankton, hergestellt wird. Und womöglich ist es dort gerade Punkt 10 Uhr und die entscheidende Symbiose hat stattgefunden.